Das offizielle Statement von Mois ist endlich da und ja, Spendengelder wurden veruntreut. Nun gibt es zum ersten Mal eine klare Ansage, was in der Türkei vorgefallen ist. Mois und auch sein Management haben die letzten Tage damit verbracht, Beweise zu sammeln, um zu zeigen, was passiert ist. Eigentlich war es eine schöne Aktion. Mois wollte helfen und flog als erster Rapper überhaupt in die Türkei, um den Opfern des Erdbebens nah zu sein. Mit dabei eine Menge Geld für Essen und Trinken. In einem Video zeigt er, wie er die ganzen Pakete verteilt. Ein Jahr später behauptet eine Person, dass Mois all das Geld in seine Tasche gesteckt hat. Nun wird es wirklich verrückt. Da der YouTube-Rapper keine Bankkonten besitzt, musste das ganze Geld bei einer anderen Person gelagert werden. Und scheinbar wurden nicht alle Zahlungen überwiesen. Auch PayPal sperrt den Account und Mois kommt nicht mehr ran. Trotzdem soll er aus eigener Tasche mehr reingesteckt haben, als er eigentlich spenden bekommen hat. In mehreren Statements versucht das Management von Mois zu erklären, was in den Tagen vor und nach der Türkei passiert ist. Ein paar Personen, die involviert waren, weigern sich sogar zu kooperieren. Ein richtiges Video-Statement soll es trotzdem noch geben, wo Mois alles selber erklärt. Ich bleib natürlich für euch an der Sache dran und berichte, sobald es losgeht.